Einen wunderschönen guten Abend. Mein Kaffee ist fertig, also können wir eigentlich fast sofort loslegen. Der komische Vogel hinter mir, das ist der Alex. Alex ist heute unser männlicher Model. Für alle Frauen, die Kontakt zu ihm haben wollen, bitte kurze Info an mich, dann werde ich die Kontakte weiterleiten. Bei entsprechender Bezahlung. So einfach geht das nicht. Wir machen heute eine weitere Folge zum Thema Porträtfotografie und wir shooten heute mit einem Rollei HS Freeze 6S. Das ist der große Bruder von den schon bekannten aus meinem Video, den 2S. Dafür gibt es zwei Funkauslöser von Rollei. Das wäre einmal der kleine, mit dem ich meistens shoote. Das ist der ganz einfache, der zu jeder Kamera passt. Und dann halt den Multifunktions Auslöser, mit dem man bestimmte Stages programmieren kann und abspeichern kann. Das ist ein bisschen kompliziertere, bei dem braucht man ein bisschen mehr Zeit, um sich mit dem auseinanderzusetzen. Deswegen shooten wir auch mit dem einfachen heute. Wie gesagt, wir nehmen die HS Freeze 6S, wir nehmen den Alex und meine Fuji X-T4 mit meinem Lieblingsobjektiv 70-200, also quasi bei APS-C ist das 50-140 und dann später nehmen wir auch noch das kleine Makro. Okay, lass uns mal den ersten Set aufbauen. So, dann lass uns mal loslegen. Wir fangen mit den relativ einfachen Reflektor, das ist der Reflektor, den ihr bei dem Set von Rollei bekommt, für den HS Freeze 6. Man sollte vielleicht den Flash auch einschalten, das hilft meistens. Und wir fangen mit relativ frontalem Licht, wie ich sehe, ich blende meinen Kollegen, den Alex, jetzt nicht mehr. Und wir schießen das erste Foto. Das Licht ist ungefähr 20 cm höher als der Kopf von Alex und halt von der Seite. Lass uns mal schauen, ob die Einstellungen stimmen. Wie ihr auf dem Foto seht, ist der Alex ein bisschen rosa. Das können wir halt in der Kamera steuern über die Farbtemperatur oder in der Post-Production bei Lightroom oder Photoshop. Aber das reicht mir schon, deswegen werde ich jetzt ein bisschen die Blende hochdrehen. Das Foto seht ihr hier, Alex sieht das Foto hier. Wieso ich ausgerechnet diesen Lichtform genommen habe, erkläre ich euch sofort. Ihr bekommt von Rollei 5 verschiedene Scheiben. Das sind Gels. Blau, Grün, Gelb, Rot und ein Weichtuch. Und den nutzen wir, um den Unterschied zwischen den einzelnen Fotos zu sehen. Das ist das Foto. Wie ihr seht, das Lichtunterschied ist relativ groß. Wir haben weichere Kanten, weichere Schatten im Gesicht und wir versuchen jetzt mit diesem Licht jetzt ein bisschen dramatischer zu werden. Wie ihr das aus meinen anderen Videos kennt, einfach das Licht ein bisschen mehr zur Seite setzen und dann halt ein bisschen von der Seite ausstrahlen. Das ist das Foto, wie ihr seht, es hat sich komplett alles geändert. Alex kann sich das Foto auch anschauen. Tatsächlich wäre das schon mal ein leichter Einstieg in das Rembrandt-Licht. Deswegen, wenn wir das machen wollen, das kennt ihr schon aus diesem Video hier, machen wir das Licht ein bisschen höher. Und steuern das Licht mit dem Einstelllicht so, dass wir unter dem Auge einen leichten Dreieck bekommen. Das
Das ist ein bisschen zu hoch. Du darfst dich jetzt nicht mehr bewegen, sonst verliere ich das Licht. Perfekt, das ist jetzt das Rembrandt-Licht, typische Einstellungen für Rembrandt-Licht. Wie gesagt, das Licht ein bisschen höher als der Kopf und halt unter dem Auge immer ein Dreieck erzeugen. Das Ganze können wir jetzt ein bisschen noch spaßiger machen, weil wir die Gelfolien haben. Wir werden aus Alex einen Teufel machen. Viele fragen mich, wenn du fotografierst, hast du relativ hell in deinem Raum. Wie steuerst du dagegen, dass das Licht, was von außen kommt, keinen Einfluss auf das Foto hat? Das mache ich meistens mit der Blende. Ich bin jetzt schon bei Blende 11, auch wenn ich das nicht bräuchte, aber tatsächlich halt, um das Licht, was ich für eine Videoaufnahme benötige, runterzuschrauben, gehe ich halt einfach mit der Blende höher. So Alex, lass uns mal Teufel aus dir machen. Das ist das Foto mit dem roten Licht. Wie gesagt, da können wir mehrere Variationen machen. Vielleicht mal einmal himmlisch blau. Und wie ihr seht, die Fotos unterscheiden sich von der Belichtung gar nicht mehr, nur in der Farbe. Wieso benutzt man Gelfotografie? Wir werden irgendwann mal ein Video machen zum Thema Gelfotografie, wo ihr auch zum Beispiel meinen Akt seht und dann halt beispielsweise mit zweiter Lampe das Gesicht mit Rot anstrahlen von der anderen Seite, so Two-Face erzeugen und. Da gibt es verschiedene Videos, die ihr auch im Internet findet. Demnächst gibt es auch ein Video von mir. Gehen wir aber weg jetzt kurz von den Rollei-Lichtformer. Und wir nehmen einen klassischen 45 Grad, glaube ich, ist das, Reflektor. Und solltet ihr diesen Reflektor bestellen, achtet darauf, dass ihr immer Grids dabei habt. Das ist ein Grid mit sehr hohem Wabengröße, das ist das Mittelding und das ist das absolute Feintuning. Wir fangen mit den ganz großen an. Was jetzt passieren wird, wir werden das Licht ein bisschen mehr steuern, so dass die Außenwelt und alles drumherum nicht mehr fotografiert wird. Alex, Nase ein bisschen tiefer. Noch tiefer. Nase tiefer. Nase tiefer. Ja, mehr zu mir. Stopp. Und wie ihr auf diesem Foto seht, ist das Licht mehr gebündelt. Wir haben ein bisschen mehr Licht im Gesicht. Erstmal der Lichtformer beziehungsweise der Reflektor ist viel größer und kann viel mehr Licht ausstrahlen, aber wir bündeln es auch. So sieht das Foto aus. Wir werden die Fotos auch irgendwann mal zusammen am Lightroom anschauen und die Unterschiede uns anschauen. Jetzt sehen wir das ganz Feine. Das Mittlere überspringen wir, weil da sieht man halt die Unterschiede immer weniger. Und jetzt ein weiterer Schuss. Wie ihr seht, die linke Seite von dem Foto ist tatsächlich schon komplett in Dunkelheit geraten, weil das Licht nicht mehr so streut. Und das ist der Vorteil beim Wabe. Wir nehmen jetzt noch einen weiten Reflektor, das ist sogenannter Magnum-Reflektor. Dafür habe ich auch keine Wabe, deswegen werden wir das einfach pur schießen.
Und obwohl ich nichts an der Kameraeinstellungen und an dem Lichtsetup nichts geändert habe, werdet ihr den Unterschied sehen. Obwohl ich die gleiche Lampe mit der gleichen Stärke genommen habe, wie ihr auf dem Foto seht, ist der Alex schon überbelichtet. Deswegen sind solche Magnum-Reflektoren auch mit Vorsicht zu genießen. Ich mag die tatsächlich bei Beauty-Shooting, greife ich meistens auf Beauty-Tisch oder auf Magnum-Reflektor, was mir jede Pore anzeigt. Tatsächlich muss man aber das richtig ansteuern. Deswegen gehe ich mit meiner Blende ungefähr auf Blende 16. Nase tiefer, mich anschauen. Boom! Und wir haben jetzt das Foto. Wie gesagt, das sind so Reflektoren mit hartem Licht. Jetzt wechseln wir kurz den Setup in weißliches Licht und werden wir einige Setups mit dem Licht durchgehen, mit verschiedenen Outfits, verschiedenen Hintergründen, damit ihr seht, was man alleine mit einer einzigen Blitzlampe erreichen kann. Bis gleich! So, wie ihr seht, habe ich einen schönen, ich glaube, das ist ein Oktagon von Rollei, an meinen Blitz hingehängt. Das sind zwei Weichtücher. Das erste Weichtuch ist tatsächlich, um das Licht nochmal abzustrahlen und von den Spiegel des Lichtformats abzustrahlen. Und wir wiederholen das Foto mit dem gleichen Setup, mit der gleichen Stärke. Und da seht ihr sofort, wie viel Licht er durch diese Tücher verliert. Ich sehe meine Kamera nur noch ganz kurz an und schieße das erste Foto. Und dann werden wir über die Setups sprechen. Den Funkauslöser sollte man einschalten, wenn man blitzen will. Ohne dass ich Lichtstärke geändert habe oder Blende geändert habe, sieht das Foto so aus. Es wird wesentlich dunkler, aber der Vorteil ist, es ist auch weicher. Und jetzt fangen wir mit einer einzigen Lampe verschiedene Lichtsetups zu steuern. Wir fangen von einmal mit Licht von oben, komplett von oben, richtig frontal von oben. Wenn ihr überprüfen wollt, ob das Licht das Model trifft, gibt es immer eine einfache Methode. Das heißt, ihr stellt euch hinter dem Model und schaut, wo die Mitte des Lichts ist. Sprich, ich muss jetzt die Neigung nach unten korrigieren. Eigentlich müsste ich safe sein, aber Kontrolle ist besser. So. Du machst jetzt Folgendes. Jetzt werden wir auch ein bisschen über die Posing sprechen. Du beugst dich mit deinen beiden Ellbogen auf deine Knie. Der Nachteil ist, wenn ich jetzt schieße, bekommen wir einen kleinen Buckel hier. Deswegen gibt es dafür einen kleinen Trick, den muss ich jetzt irgendwie steuern. Stelle deinen linken Fuß drauf. Ja. Und jetzt haben wir diese typische Business-Pose Leger. Okay, zwei Probleme. Das Foto sieht jetzt so aus. Erstes Problem, wir bekommen viel zu wenig Licht, weil ich die Lampe viel weiter entfernt habe von dem Model und wir verlieren Lichtstärke. Deswegen müssen wir erstmal das Licht ansteuern. Ich denke mal, zwei Blenden des Lichts wären besser. So sieht das Foto aus, das sieht schon viel besser aus. Aber das ist mir zu wenig dramatisch. Deswegen werde ich mit dem Licht ein bisschen nach hinten gehen. Wodurch wir wieder Licht verlieren. Deswegen werde ich eine weitere Lichtblende nach oben gehen. Und wir wiederholen das Foto.
So sieht das Foto aus. Es ist für mich perfekt. Das Model sollte das Foto sehen. Durch diese Haltung kriegen wir auch Spannung in den Schultern, weil setz dich zurück einmal. Die Schulter hängen jetzt. Wenn du den Fuß nach oben setzt, ist er automatisch gezwungen, auch hier Spannung zu bekommen. Das ist so ein kleiner Trick zum Thema Posen, Modelführung und so weiter. Mache ich auch irgendwann mal für euch ein weiteres Video. Okay, das Foto war schon perfekt, gefällt mir, aber tatsächlich würde ich vielleicht mal das Lichtsetup wieder ändern. Und wir erleuchten direkt auf der Gesichtshöhe, damit ihr seht, was das für Wirkung erzeugt. Die gleiche Lichtstärke, der gleiche Setup auf meine Kamera. Das Model hat sich nicht bewegt. Nein, nicht viel. So sieht das Foto aus. Es sieht wesentlich anders. Wir haben viel dramatischeres Licht. Wenn ich jetzt mit dem Licht noch weiter nach rechts oder nach unten gehen würde, gehen wir in den Bereich von unten ausleuchten. Von unten ausleuchten ist immer scheiße und das zeige ich euch, wieso. Weil die Schatten werden von unten von Licht angestrahlt und die Schatten im Gesicht erzeugt. So eine kleine Horrorstimmung, wenn ihr irgendwann mal für Halloween shooten wollt, tatsächlich immer Licht von unten. So sieht das Foto aus. Wie gesagt, es kommt halt immer diese spooky Lichter. Sieht so aus. Und wenn wir schon beim Licht einstellen sind, gehen wir nochmal eine Runde weiter und leuchten einmal den Alex von vorne auf der Augenhöhe aus. Ja, jetzt sieht man den Alex nicht, aber ich sehe ihn. Das ist die Hauptsache. So, wir befreien den Alex, damit ihr auch genau seht, so sieht das Foto aus. So sieht das Foto aus. Wie gesagt, ich habe mir daran angewöhnt, immer das Foto, was ich geschossen habe, auf den Model zu zeigen, damit er sich wohler fühlt. Ausnahmen sind, wenn das Model auf dem Foto scheiße aussieht. Das zeigen wir dem Model nicht, wir lösen zwar aus, schauen es kurz an, wenn das Foto scheiße aussieht, sagen wir, sieht schon mal nicht schlecht aus, aber lass uns was anderes probieren und wir bringen das Model dann in eine andere Pose. So wie jetzt zum Beispiel beim Alex. Alex, du setzt dich komplett seitlich zu mir. Oberkörper zu mir reindrehen. Mach mal Sakko ausziehen. Nackte Männer braucht das Land. Oberkörper zu mir eindrehen. Nur Oberkörper. Ja, genau. Nase tiefer. Es ist dunkel. Es ist ein bisschen zu dunkel, weil das Licht nicht ausgestrahlt hat. Das war so ein kleines Problemchen von mir gerade. Also nochmal. Sieht schon wesentlich besser, sieht so aus. Aber wir erkennen das besser. Alex, du drehst dich auf die andere Seite. Ich glaube nicht, dass das deine Schokoladenseite war. Einmal zurückdrehen. Ja. Nase ein bisschen zu tiefer. Ja, perfekt. Das Problem bei dieser Pose ist, man bräuchte einen zweiten Assistenten, weil das T-Shirt nicht mehr spannt. Das heißt, wir haben sehr viele Falten drin. Aber, wie gesagt, wir wollen das Fotos ausleuchten und verschiedene Setups mit einem einzigen Lichtquelle machen. Deswegen machen wir jetzt auf den schlauen Alex. Alex, du drehst dich ungefähr mit den Füßen zu mir. Kennst du die Pose von dem denkenden Mann? Ja, genau der. Ja. Warte mal.
Ich muss mal gucken. Gesicht zum Licht, ein bisschen mehr. Zum Licht hier. Ja, genau. Und wie ihr seht, wir haben das Licht auf die andere Seite gestellt, Model in die andere Pose gebracht. So sieht das Foto aus. Und da brauchen wir tatsächlich einen leichten Feintuning. Erstens, das Foto, was ihr seht, ist für mich mühe zu hell. Deswegen gehe ich mit dem Licht um eine Lichtblende runter auf 7 und schieße das Foto nochmal. Gesicht noch mehr zum Licht. Ja, zu weit, ein bisschen zurück. Stopp. Und wenn du schaffst, mit den Augen zu mir zu schauen. Nee, dann doch lieber zum Licht. Und so sieht das Foto aus. Für mich ein perfekter Shot, um halt ein bisschen halt den Charakter von dem Model zu zeigen. Ich finde das schon geil, aber wir versuchen tatsächlich ein bisschen mit Farben zu spielen, mit dem Hintergrund. Und ich lasse Alex sich umziehen. Meine Damen, deswegen muss ich die Kamera ausschalten. Sorry. So, der Alex hat jetzt ein schwarzes T-Shirt. Also wie gesagt, wir haben ein Model. In schwarzem T-Shirt auf schwarzem Hintergrund. Wenn ich das Licht noch separieren wollen würde, würde ich zwei weitere Lampen von hinten auf Alex ausstellen, um den von Hintergrund abzuschneiden. Aber heutige Folge heißt Porträt mit einem Licht. Deswegen schießen wir einfach durch und schauen, wie wir das hinkriegen, dass wir den Unterschied zwischen Alex und dem Hintergrund sehen. Zum Licht schauen. Das Foto sieht so aus, es ist schon fast perfekt vom Licht her, aber ich werde einen kleinen Trick nehmen und zwar das Licht ein bisschen hinter dem Alex stellen, um halt ihn mehr von dem schwarzen Hintergrund zu separieren, weil wir sind hier und ich will trotzdem noch den Unterschied zum Hintergrund schaffen. Alex, nochmal die gleiche Pose. Mehr zum Licht den Kopf, zu weit zurück, zu, stopp. Leider geil. Also tatsächlich, okay, die Erfahrung macht es. Ich muss nicht 50 Mal auslösen, um das Licht einzustellen und so weiter. Ich weiß, wie das Foto aussehen wird. Das liegt einfach daran, dass ich solche Fotos mit einer Lampe in meinem Leben circa 2-3 Millionen Mal ausgelöst habe. Also Alex hat das Foto nicht gesehen. Der Kollege gefällt sich selber zum ersten Mal in seinem Leben. Ist halt so, kann ich auch nichts für. Ich hoffe, der wird sich nicht selber bespringen. Wir wechseln jetzt das Hintergrund. Ich bin sofort für euch da. So, ich habe das Hintergrund geändert in wirklich aufwendige Arbeit, also Rolle nach unten, Rolle nach oben. Und das ist auch der Grund, was ich euch zum Beispiel empfehlen kann, tatsächlich euch, wenn ihr zu Hause shooten wollt, euch ein Hintergrundsystem zusammenzubasteln, zu montieren, zu kaufen. Oder einfach eine Rolle Papier bei Calumet, Brazzer oder wie die alle Hersteller heißen, zu bestellen. Meine Breite der Wohnung erlaubt mir nicht 2,72 m zu nutzen. Ich kaufe aber trotzdem 2,72 m, schneide die auf 2,40 und habe 2,40 m Breite. Jede Rolle wird bei mir manuell zugeschnitten, was immer halt ein bisschen Arbeit und Zeit kostet. Aber ich kann halt relativ frei arbeiten. Schließen wir das nächste Foto. Alex, schwarze T-Shirt. Weißer Hintergrund, die gleiche Lampe an gleiche Stelle, gleiche Position. So sieht das Foto aus. Die Frage ist jetzt, was nehmen wir? Nehmen wir ein sehr charakterstarkes Foto, schwarzes auf schwarzem Hintergrund? Oder machen wir ein cleanes Foto, wo wir wirklich weißen Hintergrund haben? Also Alex hat es nicht gesehen. Und das ist dann halt eure Entscheidung, was für ein Foto ihr nehmt. Bei diesem Foto, was mir fällt, ist tatsächlich eine zweite Lampe, die das Hintergrund ausleuchten würde, damit das Licht noch heller wird. Ich versuche das tatsächlich jetzt zu steuern, damit sowohl Alex als auch der Hintergrund ausgeleuchtet wird. Dafür gibt es einen sehr einfachen Trick. Das Licht ein bisschen weg von Alex und Hintergrund stellen.
und nö stärker mit geschlossenen Blender. Sprich, ich gehe mit Blender von 11 auf 16 und mit der Lichtstärke auf 8. Und wie ihr seht, Alex wird davon kaum betroffen, aber der Hintergrund wird heller und weißer. Also Alex hat das Foto nicht gesehen. Das sind halt Fotos, die ich tatsächlich dann dementsprechend meistens in Schwarz-Weiß bearbeite, nicht unbedingt in Farbe. Aber manchmal hilft es tatsächlich auch ein bisschen in Farbe zu arbeiten. Bei Alex, seinem Gesicht tatsächlich mit diesen Schattierungen und so weiter, Verläufen, sehr gut ausgeprägten Wangenknochen, werden die Fotos in Schwarz-Weiß grandios aussehen. Ich weiß nicht, vielleicht in nächster Folge gehen wir einmal die Lightroom und bearbeiten 2, 3 Fotos, damit Alex auch was bekommt. Aber wie gesagt, schauen wir uns mal an. Meine nächste Idee wäre tatsächlich euch zu zeigen, ein Trickshot mit einer Lampe. Das kennt ihr ja vielleicht, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Backlights. Alex, du musst kurz aufstehen. Nach vorne kommen, halben Meter. Das war's. Mehr brauchst du nicht. Seitlich zu mir stellen. Also zu Wand stellen. Und mir sagen, wenn das... Genau? Du guckst mit dem Körper und ja, mit dem Gesicht zum Wand. Und wenn das Licht auf der Höhe deines Kopfes ist, sagst du mir Bescheid. Jo. Ja, der Mann weiß nicht, wovon ich spreche. Das Licht muss tatsächlich auf der Höhe seines Kopfes sein. Ich stelle euch ein bisschen höher. Und schütte jetzt ein Porträt. Du drehst dich mit dem Gesicht ein bisschen Nase ungefähr hier. Ich muss das zweite Auge einfach sehen. Sorry. Die Wunder der modernen Technik. Ja, ich kriege einen Einschlag. Das Licht ist falsch eingestellt. Aber warum? Ich bin zu hoch. Das Problem bei Backlights-Foto ist folgendes. Ihr bekommt Licht in die Kamera, wenn die Lichtquelle nicht bedeckt ist. Du musst einen halben Schritt nach vorne. Stopp. Nase hier. Noch weiter. Stopp. Immer noch Einschlag. Wo kommt der her? Ich kann es nicht mehr steuern, tatsächlich seht ihr hier, ich habe immer einen Lichteinschlag. Ich denke, dass der tatsächlich von hier unten kommt, unter dem Kinn, müsste ich da irgendwie verblenden, damit ich da keinen Lichteinschlag bekomme. Die Wanne ist auch viel zu klein, um Backlights zu machen, weil es nicht alles gleichmäßig ausgeleuchtet wird. Aber ihr seht ungefähr, welche Richtung ich mich bewegen wollte. Du stellst dich wirklich nah am Licht. Ja... Mach dich richtig lang, richtig Schulter anspannen. Mich anschauen, direkt in die Kamera gucken. Ich weiß nicht, wo der Einschlag kommt. Das Foto sieht so aus. Wie gesagt, das ist eine einzige Lampe, mit der wir sehr verschiedene Motive, sehr verschiedene Lichtsetups gemacht haben. Und bevor wir Ende machen, werden wir noch einen kleinen Lichtsetups machen, Wechsel machen, damit ihr seht, welche Richtung man sich bewegen kann, wenn man mit Farben spielt. Bis gleich! So, da haben wir ein bisschen Setup geändert, sprich ich fotografiere jetzt den Alex von vorne. Richtig schön flach ins Gesicht, leicht höher als sein Gesicht, ungefähr halben Meter höher. Ich bin bei Blende 11. Verschlusszeit bei mir ist es immer 160. ISO 160, 200, je nachdem. Aber wir haben einen wunderschönen orangigen Hintergrund. Lass uns mal sehen, wie ein schwarz angezogener Alex auf einem orangen
Hintergrund zur Feier unserer Bekannte aus Summer Jam, war das Summer Jam? Selina aus Holland, deswegen Oranien. So sieht das Foto aus, diesmal auf dieser Seite, so sieht das Foto aus. Und wir werden das nochmal hinauszögern. Sprich, ich ändere den Setup noch ein bisschen mehr. Ich gehe mit dem Licht relativ weit nach hinten. Das hat mehrere Gründe. Wenn ich nach hinten gehe, strahle ich immer größere Fläche aus, verliere dabei Licht, deswegen muss ich das Licht korrigieren. Und ich kriege noch ein bisschen anderen, softere Schatten im Gesicht von Alex. Genau das wollte ich haben, so sieht das Foto aus, der Alex sieht das. Wollt ihr noch mehr sehen? Zeige ich euch. Dafür müssen wir aber den Setup nochmal wechseln. Das heißt, Alex muss jetzt aufstehen. Die guten Zeiten zum Sitzen sind vorbei. Du gehst ziemlich nah an das orange Licht. Stopp. Und ich bringe dich jetzt in Pose, Alex. Erstmal muss ich Licht einstellen. So, du hattest Sakko, ne? Ja. Kannst du anziehen? Sorry, meine Damen, diesmal nicht aussehen, sondern anziehen. Deswegen bleibt die Kamera auch an. Du stellst dich seitlich zu mir. Ja. Mach mal den Kragen hinten runter. Drehst dich zu mir rein. Ja, nichts zu machen. Ja, richtig leger. Die linke Hand in die Tasche. Und die rechte Hand einfach so. Ja. Lass uns mal sehen, wie das aussieht. Nase ein bisschen tiefer. Ja. Blendekorrektor. Und das ist zu starkes Licht, deswegen gehe ich nochmal runter. Geil. Leider geil, leider richtig geil. Das Foto seht ihr ja diesmal hier. So sieht das aus. Gut aussehender Mann. Das Geheimnis, um geile Fotos zu machen, ist nicht die Kamera, die beispielsweise 10.000 Euro kosten soll. Das ist nicht das Licht, weil genau die gleichen Fotos, die wir gerade geschossen haben, schieße ich auch mit diesem Blitz. Der Blitz gegenüber dem Blitz hat gewisse Nachteile. Ich habe hier kein Einstelllicht, so wie hier, dass ich sehe, wie das Licht sich im Gesicht verteilt. Aber ich kann genauso den auslösen. Es gibt auch die Möglichkeit, dieses Licht tatsächlich mit Lichtformat zu versorgen. Dafür gibt es verschiedene Adapter, ob das von Nuwa ist oder von Rollei. Man kann den Blitz in so einen Adapter reinstecken. Das dauert jetzt ein bisschen. Und dafür auch einen Reflektor zu adaptieren. Sprich, so ein Blitz kostet irgendwie 50 Euro auf Amazon. Und man kann damit schon Zaubereien anstellen. Klar, man muss dazu sagen, es ist wichtig, dass man dann Funkauslöser hat, der da dementsprechend das Ganze ansteuert von der Ferne und nicht nur der Blitz auf meiner Kamera sitzt. Aber es ist einfacher, mit so großen Blitzgerät das zu fotografieren oder mit Hisense 2S, 4S, 6S, Profoto, Nuwa, egal welche Blitze ihr benutzt. Tatsächlich, das Steuern des Lichts ist das Wichtigste. Ob das über ein Reflektor ist, Magnum-Reflektor, ein standardgelieferter Reflektor von Rollei oder über eine Softbox, viereckig, Oktagon, rund, Deep Umbrella und. Es ist immer die Sache, das auszuprobieren, einmal durchzutesten, wissen, wie sich das Licht verhält. In der nächsten Folge werde ich mit euch über Lichtverhältnisse unterhalten und euch aufzeigen, wie viel Licht man pro laufenden Einheit verliert.
Ob das jetzt Meter, Zentimeter und so weiter sind, das ist irrelevant. Relevant sind die Einheiten. Aber wie gesagt, für heute war das alles. Nächste Folge schauen wir uns mal kurz die Fotos von Alex. Ich werde die auch nicht großartig retuschieren, tatsächlich in Lightroom ein bisschen Licht anpassen, ein bisschen Schatten anpassen und vielleicht bekommt der Alex die Fotos irgendwann mal im nächsten Jahrhundert zu Gesicht. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Wir trinken jetzt noch mit Alex Kaffee, rauchen eine Zigarette und planen das nächste Festivaljahr. Wir sehen uns, wenn ihr den treffen wollt, nächstes Jahr. Als Geheimnis, kleiner Tipp, Summer Jam. Summer Jam! Bis dann, euer Jan.